Alternativen. Öffentlichen Nahverkehr. Kostenlos. Warum nicht? Kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Das spart CO2 und das hilft umzusteigen. Umzusteigen vom Verbrenner, von Auto auf klimafreundliche Mobilität. Keinen Tankrabatt für SUV-Fahrer. Und ich tue bewusst nicht gendern. Ich habe noch nie eine Frau im SUV gesehen. Über 90% sind Männer, die SUVs fahren. So, jetzt können wir mich schon ein bisschen besser verstehen. Danke, dass ihr da seid. Cool, dass ihr da seid. Ist jetzt ein bisschen länger her seit dem letzten Mal. Und es hat sich so vieles verändert und gleichzeitig so wenig. Wir sind immer noch am selben Punkt wie Ende 2018, Anfang 2019, als wir angefangen haben in Schweinfurt. Bis auf ein bisschen lächerliches Mal hier und da. Und ja, vielleicht kann man irgendwie ein bisschen die schreienden Bürger zufriedenstellen. Ich bin unzufrieden. Und ihr seid es alle auch. Das beweist, indem ihr da seid. Und unsere Stimme wird nicht gestillt. Weil wir werden uns nicht zufrieden geben mit irgend so einem Larifari-Getue. Die Stadt Schweinfurt ist einfach mit ihren Bemühungen einfach nicht am Ende angekommen. Mit dieser halbherzigen Tour kommen wir nicht weiter. Die Stadtwerke Schweinfurt, sie bewerben ihren Anteil an der Versorgung in der Stadt mit 10% erneuerbaren Energien. Hallo? 10%! Und damit wird geworben? Ist eine ziemlich beschissene Werbung, wenn ihr mich fragt. Aber ich bin ja auch kein Experte. Ich bin ja nur ein lauter Klimaaktivist. Nochmal zu den 10%. Wer die Social Media Post von Fridays for Future in den letzten Wochen mitbekommen hat, der Hashtag reicht halt nicht. Die Bemühungen für den Klimaschutz reichen halt nicht. Und deswegen haben wir jetzt für Schweinfurt beschlossen, 10% reichen halt nicht. Das reicht vorne und hinten nicht. 10%. Und dann auf die wahnwitzige Idee zu kommen, damit zu werben. Es ist einfach nur lächerlich. 10% reicht halt nicht. Jetzt immer in Grafiken. Bei uns heißt es, wo ist der Eisbär? Den Leserbrief hat der Dr. Thomas Schmelzer aus Würzburg im Februar im Schweinfurter Dorfblatt gehabt. Von 1997 wurden die militärischen Treibhausgasemissionen auf Wunsch der US-Regierung von den Klimaverhandlungen ausgenommen. Diese Ausnahme hat sich fortgesetzt. Auch das Pariser Abkommen von 2015 überließ die Reduzierung der militärischen Treibhausgasemissionen dem Ermessen
der einzelnen Staaten. Aber diese sind erheblich. Hopp, hopp, hopp! Und ihr sagt genau diese zwei Silben noch einmal. Hopp, hopp, hopp! Kohle, Stopp!